Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect 2 hier auf einem, ja, Lani, den wir ganz und gar gerne nicht mehr sehen würden, wahrscheinlich. Denn ich glaube, yep, Notsignal, genau an dieser Stelle befindet sich ein Dreschling. Vielleicht auch schon hier, man wird sehen. Hier kann ich wenigstens nichts verlieren. Okay. Das erste Mal, als ich da war, konnte ich das hier nicht looten, weil ich zu wenig Tech hatte. Also Elektronik, glaube ich. Das war dezent beschissen. Und wenn wir jetzt in diesem Run wieder 100% haben wollen, müssen wir natürlich auch sowas looten können. Jetzt im zweiten Run sollte es eigentlich ganz gut funktionieren. Und hier sind wir zum ersten Mal im Let's Play mit dem Mako unterwegs. Oder wenn man es nicht auf Englisch spricht, sondern nur auf Normaldeutsch, Marco. Moment. Ich hole mir zuerst mal den Scheiß da drüben. Wahrscheinlich werde ich eh nicht alle finden. Also alle Sachen. Von daher müsste ich das eigentlich nicht tun. Jedoch, wenn es mir eh schon angezeigt wird, warum denn auch nicht? Dann müssen wir nie wieder auf den Plani. Ich habe leider nichts Großes vorgearbeitet. Leider. Ich habe noch ein bisschen Village gespielt. So. Und die Folge wird gestern rausgekommen sein für euch. Glaube ich zumindest. Ja, sollte so sein. Deswegen muss ich jetzt auch noch ein bisschen Mass Effect aufnehmen, weil ich kein Video mehr im Voraus habe. So. Jetzt ist die Frage, wo ist der Scheiß nochmal? Ah, hier. So, da werden wir. Klar, ihr könnt alles überbrücken, aber... Oh, scheiße. Jetzt nicht. Ja, gut, ich kann es mal versuchen. Scheiße. Komm, mach keine Scheiße hier. Was ist da drin, dass ich da so lange... Oh. Niner Stuff ist drin. Im ersten Run wäre da nie sowas drin gewesen, aber gut. So. Karte, jetzt gehen wir mal hier hoch zur Anomalie. Wie gesagt, ich werde hier jeden einzelnen Plan hier abgrasen. Nach möglichen Problemkindern. Eigentlich kann die noch auf Luna gehen, die Mission habe ich auch schon, warum die jetzt früher eingetrudelt ist als letztes Mal, keine Ahnung. Letztes Mal habe ich zuerst den Planet besucht, bevor überhaupt was erschienen ist. Gut. So, Moment. So. Eine turianische Leiche oder was? Ne, ID-Tag. Okay. So, dann geht jetzt hier mal runter. Und ich werde speichern, weil dieser scheiß Trash-Lund, ich sag mal so, ist dezent scheiße, auf uns zu sprechen.
Und der hat einige neue Features. Also einige. So zwei, drei neue Moves. Und man sieht ihn jetzt durch die Erde kreuchen und er kann euch so auch töten. Im normalen Mass Effect von früher hat man nichts gesehen. Man hat nicht gesehen, wo er dann auftauchen wird. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Ich möchte schon ein bisschen näher. So, speichern. So, Kollege Essig, komm mal her. Ah, klar. Heftig verschießen, ey. Guckt euch das jetzt an. Raus. Oder nicht? Hey, diesmal ist ja ganz handsam. Normalerweise sind hier noch Schwänzchen rausgekommen. Okay, und ich habe es jetzt auf dem genau gleichen Schwierigkeitsstand wie damals. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Ja, und das ist Kahokus Team. Offenbar unterstehen diese Männer Admiral Kahokus Kommando. Er wird wissen wollen, was hier passiert ist. Ja, das heißt, das nächste Mal, wenn wir auf die Citadel gehen, können wir ihm direkt sagen, was hier passiert ist. So, raus hier. Das war's mit dem Plani. Ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet mit diesem Cluster. Also in diesem kleinen Galaxie-Teil. So, hier. Ich habe auch schon mit den anderen gesprochen. So, Edolus ist, ich glaube, hier ist dann... wie soll ich sagen? Liara zu Hause. Da können wir landen, okay. Bedrohungsstufe 1. Wir müssen jetzt hier mal erkunden. Materialchen. Ah, ich glaube, das hier ist dann, wie soll ich sagen, von der Citadel, die Schwester. Nassana Tentius, oder wie sie heißt. Sieht man dann auch in Teil 2 wieder. Die wird ja von Fenge geschlachtet, kann man sagen. So. Gehen wir also mal die Schwester nudeln. Ja, man kann es entweder durch die Schwester machen, also durch Nassana Tentius annehmen, oder halt direkt einfach hingehen und mal ein Massaker veranstalten. So, let's try it. Zweite Landung mit dem Marco hier in diesem Sonnensystem. Ich möchte immer noch eine direkte, ja, wie soll ich sagen... Karten. Aufmachkacke, ihr wisst, was ich meine. Dass ich da nicht immer ins Menü muss und direkt die Karte aufmachen kann. Das wäre zu neu und fortschrittlich, aber an sich ist mich halt auch nicht. Das wäre halt einfach praktischer. Nice to have, kann man sagen, aber nicht notwendig. Und ich muss sagen, der Marco ist nicht mehr ganz genau der Marco, den ich damals kannte. Muss ich sagen. Umgruppieren. So.
Let's try it. Moment. Wo muss ich jetzt hin? Da ist eben der scheiß Tower. Gut. Ich glaube, ich mache den Mond offscreen, weil der Mond ist einfach so... ist nicht der Rede wert. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn ihr müsst wissen, da bekommt man halt nur das da bekommt ihr hier, glaube das Kommando-Ding hier. Und das ist jetzt nicht wirklich überragend, muss ich sagen. Ich vertraue der Scheiße nicht. Weil das letzte Mal kam ich kaum mehr zu, zu der Schwester von Nassana. Ohne Scheiß. Kam fast nicht mehr in die Basis. Oder war das nicht hier? Ja, doch, könnte sein, aber auf der anderen Seite, weil ich irgendwie über die Berge wollte. Ja, war dezent unklug von mir. Weil ich bin es gewohnt, mit dem alten Marco einfach über jeden Scheiß zu gehen. Und das geht bei dem nicht mehr. Er hat einfach mehr Bodenhaftung und mehr Realness, kann man sagen. So, Abmarsch. Hat gleich einen Kack gefunden. Und 41.000 Kohle, okay. Ich gehe extra ein bisschen unten lang, genau wegen sowas. Wenn ich jetzt schon wieder über den halben Berg gegangen wäre, hätte ich hier nur unnötig Zeit vertrödelt. Was wir ja nicht wollen. So. Hallo. Oh, tada. Und jetzt geht's Richtung Schwester von Nassana. Wird lustig. Zuerst mal dürfen wir alles auseinander pflügen hier. Dann auf uns warten ein paar Gegner. Ich glaube, ich bin auf diesen zwei Planets als einziges gelandet. In meinem ersten Run. Nach der Suche nach Liara. Weil ich, wie gesagt, nicht mehr wusste, wo die genau war. Ich weiß vieles, aber... yo. Liara? Ne. Geh weg. Geh weg. Jetzt hab ich da verfehlt und hab trotzdem noch was getroffen. Sonst noch was? Oder wer? Ja. Du. Voila. Jetzt geht's da rein. Warum bin ich jetzt mit der... Ah, ne. Das ist der Armageddon. Gut. Willst du mich verarschen, seit wann können wir so viel aushalten?
hat, war es aber komplett. Hi, Schwester von Nasana. Und tschüss, Schwester. Also das war jetzt ein bisschen lange hinausgezögert, Schwester. Starten. Oh Gott. Zum Glück kann ich bis jetzt alles noch wieder machen. Ne? Es gab schon Momente, wo du nichts mehr machen konntest. Wo du einfach hinnehmen musstest, ja gut, geht nicht mehr. So, in dem Sinne. So, weiter geht's. Aber schon wirklich cool, dass du nicht mehr auf normal oder schwer spielen musst, um 10er Level Waffen zu bekommen. Sonst noch länger, ne? Idioten, ne? Sie haben jetzt Beweise dafür, dass die asarische Sklavenjäger-Anführerin und Nasana Daitios eine bedeutende Botschafterin auf der Zitadelle Schwestern sind. Sie sollten zum Präsidium zurückkehren und Nasana mit diesen Fakten konfrontieren. Ja, können wir. Alles gut. Wir nehmen aber alles mit, was geht. Voila. Jetzt brauche ich noch was für Talis Pilgerreise und ja, das war's dann. Naja gut, Rex Rüstung noch. Mission von Garrus noch. In diesem Wahnsinnigen. Aber an sich, das sind alles easy Missionen. Und Fade oder so wie der heißt, den habe ich schon gerettet. Vor Rex. Oder wie hieß der nochmal? So, raus da. Dann gehen wir zuerst nach Knossos. Und dann machen wir vielleicht noch Lyra, wenn es reinpasst. Terum, hier wäre Lyra. Ja, komm, wir ziehen Lyra vor. Wir landen auf Terum. Und dann heißt es im nächsten Part zurück auf die Citadel. Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Okidoki, Joker. Wir gehen der Sache mal auf den Grund. Ich würde ja hier direkt rüber flitzen, aber einmal in die Lava und du bist sofort tot.
mach schnell kurz Shepard noch ein bisschen stärker. Oh. So. Was gibt es alles hier so, schon so? Hier, das brauchen wir nicht. Dann geht's jetzt hier. Ja, passt auf jeden Fall. Hier. Dann haben wir hier was. Gehen hier mal ganz runter. Gut, jetzt haben wir nur noch über 200er Waffen. Ne, hier noch eine 92er. Das geht gar nicht klar. Hammer. Und das soll eine 10er Waffe sein. Wenn eine 9er teilweise schon mehr auf dem Kerbholz hat. Ich habe leider schon eine Punisher 9. Aber gut. So, dann haben wir hier noch eine Cypher. Okay. Dann haben wir hier irgendwas Besseres. Ich glaube nicht, ne? Ah, Turiani. Ja, aber es ist wieder Phoenix, ne? Yes. Wir haben ja nur ein Turianer, wir haben ja nicht mehrere. Das wäre besser halt vom Schildfaktor her, aber ansonsten. Eben wie gesagt gar nicht so mein Fall. Und für sie haben wir rein gar nichts. Das ist dezent jämmerlich, aber gut. Was willst du tun? Was willst du tun? Jetzt kommt ein G-Chip. Einfach zu gut. Ja.
Ja, ich weiß. Inhalt muss gespeichert werden. Die Haustür einzurennen wäre Blödsinn. Vielleicht finden wir ein Seitenfenster. Blödsinn. Es ist schon vorbei, ja. Wir machen jetzt das auf die schnelle Welle. Denn klar, es gibt auf der anderen Seite auch noch was zu looten, aber muss jetzt nicht sein, glaube ich. Wobei doch, wenn ich sehe, dass ich 9er und 10er Sachen bekomme, dann, ja, muss man das irgendwie schon wahrnehmen. Weil vielleicht will ich es dann später irgendwann nochmal spielen. Ja. Und dann kann ich wirklich mich nur noch darauf konzentrieren, durchzurennen. Okay. Ja, ich muss das Tor ja nicht aufmachen. Ist ja dumm. Ich muss ja nur auf diese Seite. Juckt mir eigentlich so gar nicht, wenn du mich mal triffst. Scheißläufer. Erst in den schwierigen Graden des Problematischen nicht mal so einer trifft. Weil dann ist ein Teil des Schildes sicher komplett im Arsch. Ist ja auch wahnsinnig oder so. Die gratis XP nehme ich mit, ne? Scheiß Koloss. Das ist halt das Nervigste, immer wenn ein Speicher hat, stockt das ganze Spiel und du kommst aus dem Flow raus.
Und tschüss. Direkt in die Lava. Na los. Abmarsch. Jetzt stehen die dann sicher mitten in dieser Röhre hier. Treffen ist Kunst. Ich wollte eigentlich beide miteinander auseinanderfliegen, aber gut. Dann ebenso. Let's go. Mir klar, dass wir alle erwischt haben. Ich liebe die Sniper. Hi, Koloss. Jo, weiter geht's. Ja, ich hab doch das Ding. Auffüllen. Auffüllen.
Sackgesicht. Und der hat schon bei meinem ersten Playthrough dort hinten gechillt und ich weiß nicht, wofür der hier ist. Also, der ist verbuggt, aber sowas von. Wir hätten 5 Medikits. Interessant. So treffe ich besser, obwohl ich ihn wie sie habe. Denke, wir sind bereit, Shepard. Wir sind immer bereit. Das ist dein Unterschied. Sieht aus, als hätte sich diese Höhle um die Ruine gebildet, nachdem sie erbaut wurde. Ah ja. Let's go. Der Hase, eine Etage runter. Ja, wir brauchten jetzt ein bisschen dezent lange, um hier hin zu gelangen. Ist halt leider True Story. Und dann müssen wir ja noch mit Liara reden. Als ob. In den meisten proteanischen Ruinen lassen sich nichts weiter als kaputte Maschinen finden. So, gleich wird's. Holprig. So. Hi, Liara Zoni. Alles in Ordnung? Was ist Ihnen zugestoßen? Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Venetias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchte, versteckte ich mich hier drinnen. Können Sie das glauben, Gate hinter den Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorganer bei dem Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Gar kein Problem.
Das ist mir bewusst, dass es sicher ist. Ich habe ja auch alles selbst geklärt. So. Voila. Voila. Und jetzt hier rein. Code eingeben. Moment. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 und 4. Haha! Ich kenne doch den Scheißcode noch. Wie sind Sie hier reingekommen? Tja. Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Ich sag mal so. Ich bin Shepard. Ich boss du nix. Nee, sorry, Liara. Ich will nicht so böse sein zu dir. Wichtig ist, dass wir hier rauskommen, bevor mir geht reinkommen. Ja, da haben Sie recht. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von denen gesehen. Der Knopf da drüben sollte mein Kraftfeld abschalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Sie sind hier die Expertin für Proteaner. Er will vielleicht, dass Sie ihm bei der Suche helfen. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat das nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Das muss schneller gehen. Wie will denn das schneller gehen? Ja, müsste ich schon auf Pistole gehen. Elektronik. Okay. Ja, weil ich werde einen von beiden definitiv nicht mehr mitnehmen. Ich glaube, es ist sogar... Ja, Garrus. Geben Sie auf, oder auch nicht. Das wäre amüsant. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Nö. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. So, das war's. Haben die Schilde verloren.
Und tschüss. Los! Yes, baby, wir haben die gute Olle Liara mit an Bord. War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Es war Joker, der uns gerettet hat. Er hat ein Recht darauf, ein paar böse Scherze zu machen. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geld hätten mich sicher getötet. Oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit Ihnen passiert sein könnte. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ja. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Der Zyklus hat sich schon viele Male vorher wiederholt. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen, aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben.
Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Jo. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Doch. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Venezia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine. War das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. Und das war's dann mit diesem Part von Mass Effect 1. Bis zum nächsten Mal. Tölö.